Hi meine Freunde, hier ist wieder euer Siko und heute möchte ich auf die letzte Folge eingehen. Zuletzt haben wir die Buschbox getestet. Heute möchte ich dazu parallel einen Holzvergaser testen und gucken, ob er schneller ist, ob er mehr Brennholz verbraucht, auch wenn das nur objektiv betrachtet ist dann. Ja, wie funktioniert ein Holzvergaser? Der Holzvergaser hat den gleichen Kamineffekt wie die Buschbox, nur zieht er kalte Luft durch diese Öffnung nach, wärmt sie vor neben dem Brennraum. Und diese vorgewärmten Gase strömen hier oben mit nach. Parallel hat man den Qualm bei der Buschbox gesehen, werden diese Holzgase mitverbrannt. Dadurch hat man eine höhere Brenntemperatur und kaum Qualm. Das testen wir jetzt. Los geht's. Ich hasse das irgendwie. Ja, so wie man sieht, haben wir eine echt saubere Verbrennung mit dem Holzvergaser. Im Vergleich zu der Buschbox, naja, war das ja ganz schön grenzwertig. Nur müssen wir mal zusehen, dass er jetzt ordentlich in Schuss kommt. So, natürlich machen wir jetzt auch die Challenge, wie lange der Holzvergaser braucht für 250 Milliliter Wasser. Wir haben jetzt 3 Minuten und wir sind kurz vorm Kochen. Und bei 4 Minuten kocht das Wasser. Unglaublich. Und obwohl wir so eine heiße Verbrennung haben, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dass die Buschbox wesentlich mehr Brennholz benötigt hat als dieser Holzvergaser. Krass. Tja, dann machen wir uns auch noch eine NRG5-Suppe. Ja, ich mache da mal Abendbrot und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!